Hallo und willkommen zurück zu The Forest. Hallöchen. Wir waren in der Höhle. In der letzten Folge haben wir den Taucheranzug gefunden und sind ein bisschen rumgetaucht und sind immer noch in der gleichen Höhle. Und ich glaube, da müssen wir gleich weiter tauchen, oder? Ja. Alter, ich glaube, die Höhle hier, die ist echt gedacht, um das Tauchen zu lernen. Aber da brauchst du auch nicht unbedingt die Taschenlampe, ne? Weil stell dir mal vor, du hättest hier die Taschenlampe nicht. Das stimmt. Oder das Ding in die integrierte Taschenlampe. Kann das sein. Ich glaube sogar fast, dass das vielleicht die integrierte Taschenlampe ist. Ich glaube auch, weil es mir schon hart. Lol, du hast recht. Wir sind jetzt echt im Sinkhol, ne? Krass. Oder? LOL! Wir sind zu Hause. Oder das ist der See, oder? LOL! Ja, genau. Aha, jetzt hat er. Irgendwie bin ich verrückt, dass wir noch nicht im Sinkhole jetzt sind. LOL. Irgendwie bin ich gerade aus dem Wasser geflogen. LOL. Das ist echt. Das ist echt mega hart. Haha, cool. Na gut, aber dann haben wir jetzt die Höhle abgeschlossen, oder? Ja, die Höhle haben wir abgeschlossen, komplett, ja. Scheiße, wo war denn der Eingang? Die Axt jetzt mal austauschen. Kombinieren. Die ist halt langsamer, ne? Aber die ist richtig gut beim Blocken. Ja, aber die sieht irgendwie geil aus. Die sieht wie eine richtige Axt aus, die mag ich das. Ja, das war ja jetzt richtig, richtig erfolgreich, oder? Sondern endlich die Tauchausrüstung. Jetzt könnten wir in die anderen Höhlen gehen, die wir schon erforscht haben. Da hinten wäre gleich ein Eingang. Aber wenn man genau hinschaut, sind die Eingänge richtig nah beieinander eigentlich. Eigentlich schon, ja. Ist das vielleicht so Luftlinie 30 Meter? Ich darf sagen, wir gehen. Ich hätte eigentlich weiter Bock auf weitere Höhlentouren. Blöd gesagt, ne? Ja, also ich würde jetzt sogar weitergehen. Weil, was könnte man noch finden? Katana wäre jetzt noch ganz nett. Katana wäre wirklich nice. Gehen wir mal in Richtung nach Hause, weil wir eh schon da sind. Und wenn ich schon mal hier... Da hinten aber drei blaue Flaggen. Warte kurz. Wasser mitnehmen. Das ist eine gute. Hier. Komm. Mann, ey. Komm schon. Funktioniert nicht mal mehr in meinem Wasserholeck. Hier. Hey, willst du mich für Scheiße an oder was? Hier kann ich einfach mal trinken oder was? Ja, ne. Ja, ist klar. Einmal auffüllen. So. Aber ich würde schnell nach Hause, weil wir echt so nah bei nach Hause und alles entleeren, weißt du? So, Medizin wegbringen. Ja. Das ist ein Reh. Okay, hast recht. Und wieder weg. Okay, ich glaube, die spawnen immer weg, ohne Scheiß. Und diesen Bären, oh geil. Da kann ich gleich auffüllen. Sind das essbare? Ja, die blauen halt. Hast du die jetzt mir weggegessen? Ich hab gar nichts aufgenommen. Hier waren aber noch mehr blaue Bären, das weiß ich.
Ach da. Kann ich gar nicht aufnehmen. Da sind noch mal welche. Hm. Naja, ich gehe jetzt mal zurück, aber hier, ah nee, warte, hier ist doch wäre gewesen. Ah, geil. Da sind noch mal welche, das ist gut. Aloe Vera, da. Jetzt habe ich überall Aloe Vera, aber jetzt finde ich keine. Ja, so ging es mir Sonnenhut, auch. Sonnenhut, oder wie das geht, wie das heißt. So ging es mir auch. Aber ich habe vorher ein paar Sonnenhut, glaube ich, gefunden. Aber mittlerweile haben wir auch so viel Medizin. Ich irgendwie. Ja. Brauche ich das fast gar nicht mehr. Ich wundere so richtig, dass es Tag ist. Sehr gefährlich da. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist. Ah, doch, waren die Bären. Gott sei Dank. So, Soda. Zack, zack, zack. Ich sehe schon, wir müssen gleich nochmal einen Schrank bauen, oder? Und eine Soda lasse ich drinnen. Alter, Snacks. Snacks. Ja, es ist. Aber irgendwie ist es halt auch richtig idiotisch gemacht, Alter. So Snacks könnte man richtig schön einfach auf den Haufen. Nein! Jeder Snack bekommt so eine Fläche von ungefähr 10 Quadratmetern. 10 Quadratmetern. Das ist einfach. Das sieht so lächerlich aus. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ah. Na gut, natürlich dann hier. Wohl zwei Medizin lasse ich mal drin. Ist es ein anderer Alkohol? Lol. Ja, es gibt unterschiedliche Alkohole. Wir haben bis jetzt immer nur die andere. Das ist ganz neu. Da passt noch einmal so dahin. Hm. So, jo, das ich hab das eigentlich. Medizin ist voll? Nee. Okay, Medizin. Krass. Die Batterien von der Taschenlampe sind schon bei mir bei 28%. Soda, 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 Soda. Soda, Soda, Soda. Okay. Hm. Na, voll gern. Medicine. Tja, unsere Regale sind echt voll. Leck mich am Arsch. Das hätte ich niemals gedacht. Yep. Dass wir die jemals alle voll kriegen. Hättest du das gedacht? Nein, hätte ich nicht. Krass. Krasser Shit. Ah ja, gleich mal die ganzen Knochen hier nehmen. So, gleich mal Rüstung machen. Danke dir, dass du mir auch noch welche übrig lassen hast. Was ich kann dir gleich übrig. Ich brauch 3 Stück noch. 3 Stück? Na gut, dann passt das. Wenn dir das dann reicht, dann. Dann tu sie gleich in den Korb und nicht, mir nicht geben, ha. Ja. Ist, glaube ich, schneller. So. Ach, sehr schön. Oh, ich fühle mich so knochig. Oh, so eine gute Rüstung. Gut, dann. Ich überlege echt gerade ein Bombenregal noch zu bauen und da die Bomben reinzuhauen. Für Sprengstoff und so? Ja. Es gibt doch einen Sprengstoff. Ja. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das machen wir jetzt. So, B. Lagerung. Oh, bitte braucht man da so Sticks dafür. Ja, das sieht nicht so aus. Wir bräuchten noch ein Regal, eindeutig. Ich habe so viel Snacks und so. Das ist ja der Wahnsinn.
Es könnte man schon fast überlegen, drüben, wo wir das Essen haben, ob wir da dann Snackregale machen. Ja, stimmt. Ja gut, Snacks habe ich eigentlich relativ wenig, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich habe ich gar keine Snacks. Ich habe noch 15 Stück in meinem Snacks habe ich gar nicht. Ich hatte ultra viel Soda und so. Ein Baumstamm, gut, den haben wir aber da. Ja. Lagerung. Da, 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 da. Was kann man da alles drauf tun? Dynamit kann man da auch drauf tun. Geil. 3. Hm. 4. Und da unten 1, 2, 3. Ich wollte dich doch nicht hinlegen. Ach, man braucht echt Baumstämme zu viel. Ist ja da blickt es das ganze Zeit rum. Oh nein. Nee, ich hab was in der Hand, deswegen. Ach so. Ah, okay. Ja. So. Warte, ich kann da meinen Kopf hinlegen, oder? Nee, okay. Ach, Vögelchen. Hat viele... Na gut, aber Sprengstoff lasse ich vielleicht sogar. Obwohl, jetzt habe ich noch Dynamit. Ja, Dynamit reicht für irgendwas so. Aufsprengen. Und ich meine, zwei... Gut, ein, ich habe jetzt ein 4 Molotovs, ein Sprengstoff und 4 Dynamitstangen. Und mein Kopf. Wie macht man eigentlich Molotovs? Warte kurz, Molotov-Cocktail. Ach so. Alkohol und Stoff. Ja, oh, lol. Okay. Ach, halt, ich habe noch richtig viel Alkohol in meinem... Ja. Ich mach mir jetzt auch noch ein paar Molotovs. Warte, wir können jetzt richtig gut kämpfen, Alter. Ich glaube, wir haben es geschafft, bei Hardcore ordentlich zu überleben. Also, ich glaube, jetzt sind wir relativ gut ausgesorgt. Holy shit. Ja. Geil. Weil ich okay, ja richtig viel wir sind gut noch. Ausgesorgt. Ist langweilig geworden. Ja, gibt's gut. Noch also, danke, dass ihr zugeschaut habt, ne? Gibt's eine Schwierigkeit? Dann bist du dritte Staffel. Genau, okay, tschüss. Ja, toll, ich habe 15 Snacks. Na gut, dann lasse ich die einfach drin. Die fresse ich dann. Ja, dann gleich zur nächsten Hütte, würde ich sagen. Höhle. Stimmt, dann waren wir es noch schon fertig. Was? 8 Stück? Schon ein scheiß Regal. Ich dachte 2. LOL. Dahin. Hast Snacken? Du noch Soda? 2 Stück hätte ich noch. Ey, ein Stück. Dann tut er. Ach so, ein Stück. Ich würde das Snacks reinhauen. Ja, dann hau das Snacks rein. Sollen wir das dann irgendwann mal sortieren? So. Weil das ist dann alles ein bisschen durcheinander eigentlich. Alter, so. Nee, viel. Eigentlich nur der eine Schrank. Da halt bei diesem Soda-Schrank ist halt 7 drin. Ansonsten. Ja, aber ich meine, wir könnten hier nur Alkohol machen und dann könnten wir da ja, theoretisch das noch ein Soda, noch. Also 3 Sodas nebeneinander und 2 Medizin nebeneinander. Ja. Aber nicht das jetzt. Das könnte man machen, ja. Der Knochending ist leer. Oh. Ja. Geil. Da machen wir Stoff, ne? So, ich hole mir jetzt aber einen Vogel und esse hier erst mal. Wobei wir langsam echt so gut drin sind, dass wir eigentlich auch unser normales Zeug füttern könnten, ne? Ja. Eigentlich, oder? Also ich hätte jetzt normalerweise genug dabei zum Überleben. Vor allem, wenn wir wieder Snacks oder sowas finden. Die ganzen Bären und sowas. Das ist echt viel. Bären habe ich jetzt auch wieder voll, oder? Ja, 30. Und man muss bedenken, wenn man halt gegrilltes Fleisch isst, da geht der Durst ganz schön nach unten. Also Bären und so essen und Snacks. Ich esse es von hier drin, nein, Hasen schnell. So. Gut, und ich würde gleich noch eine Höhle suchen, bevor es dunkel wird. Ist okay, ja. Gut, dann. Weiter, weiter. Ich würde gleich mal zu einer Plauze. Ich hab da echt alles raus. Ja,
so halbwegs, also so halbscharig. Ich hab noch zwei Alkohol. Die Leiterplatten, die krieg ich halt leider nicht los. Ja, die, das nervt ein bisschen. Halt, ich hab noch. Nee, ich hab kein Klebeband. Wenn ich halt noch ein bisschen Klebeband hätte, könnte ich noch ein bisschen Pumpen bauen. Naja. Ja, aber wo bist du? Ich kann die Klebeband geben. Ich auch mal noch eine Bombe. Genau. Geld, Platine, Alkohol. Nein, nicht das. Da habe ich auch wieder zwei Bomben, Alter. Bald müssen wir unser Lager vergrößern oder noch ein Lager bauen. Weil. Ach so, dann gehen wir zu der einen Höhle zurück, oder? Geht zur blauen Höhle, oder? Ja. Welche? Die da hinten, okay. Ist eigentlich eh dieselbe. Oder die. Nee, warte, ich glaube, da war das Wasser näher, aber. Nee, ich glaube, Wasser war auf der anderen Seite. Oh, da kommen sie schon. Achtung. Die schleichen sich gerade an. Alter, sind viele. Und lass ein freies Feld gehen. Haben wir Chancen. Ja, wir gehen einfach jetzt schnurstracks in die Höhle rein. Oder das. Komm, gehen wir gleich in die Höhle da unten. Ich würde sagen, FHG jetzt nehmen wir mal mit. So. Ach, das machen wir FHG? Ich muss jetzt tun. So, bist du schon in der Höhle drin? Ja. Dann komm ich mal zu. Lol. Voll creepy. War auch geplant so. So. Ja, wie, wo sieht man eigentlich? Achso, da sieht man die Batterien. Lädt die Taschenlampe auf. Wie viel hat die Taschenlampe noch? 29%. Wenig, ja. Hm. Oh. Scheiß drauf. Ah. Snack. Wo? Hier wieder drei Snacks. Hier ist Feuer. Ach ja, Speicher. Ich speichere gleich. Haben wir länger. Hi, mich hat's nicht erschrocken. Geil. Aber nur, weil ich dich vorgewarnt habe. Oh, Snacks. Oh ja, die sind gut. Hey, so. Gibt's eigentlich hier ein bisschen Wasser? Ja, schaust du gerade? Gibt's da was? Nehmen, du kannst. Ah, hier ist Druckluftflasche, lol. Ja gut, brauche ich nicht. Habe ich genug eigentlich. Ich habe vier Stück davon. Da warte ich, tu gleich mal aufladen. Und dann hole ich mich gleich. Du kannst doch nicht aufladen, die sind einfach nur da. Doch, benutzen, zack. Du musst sie benutzen, dann kannst du wieder nicht mehr. So. Zack. Okay. Jetzt habe ich wieder eine volle. Ja gut, ich will da jetzt nicht runter, weil sonst ist mir wieder gleich ganz kalt. Wobei. Ach, ich hole mir auch noch schnell. Kann ich aufwärmen oder wie? Kann man sich mit Flares eigentlich aufwärmen? Nee. Nee. Okay. Aber ich würde es glaube ich jetzt erstmal als Sichtquelle. So. Genau, da kann man doch wieder so rumgehen. Toll, ich konnte die gleich wieder benutzen, die Druckluftflasche. Egal. Wie lange brennt denn so nicht? Lol, du hast wieder deinen Bademantel an. Ich weiß. Oh, das ist sexy, vor allem mit diesen Knochen außenrum. Ist echt gut. Ich weiß, danke. Geh mal weiter, oder? Der lässt einfach eine Flare fallen ins Feuer. Was? Okay, was schon, mach. Ist eigentlich auch mal nicht doof. Eigentlich. Mit der Flare Licht machen, weil wir haben so viel Flares. Sch-
Scheiße, jetzt ist es aus, oder? Und. Wieso habe ich eigentlich schon wieder so einen krassen Hunger, Alter? Der geht so schnell runter. Ja. Wie ist es ja so hell? Oh, hier war gar nichts. Oh, lol. Die Viecher, die spawnen wieder. Okay. Alles klar, okay. Erwischt. Komm mal her. Oh, dass sie immer an der Kante stehen müssen, das ist so kacke. Ah, scheiße. Ah. Hey, das war ein Headshot. Ah, der ist tot. Hey, der ist tot. Ja, ich bin nicht. Hallo. Oh, die verrecken echt nicht, oder? Das ist ja furchtbar. So, der ist jetzt tot. Warum? Der andere? Da komme ich irgendwie so schlecht nicht rutscht. Oh, ist gefährlich, dass ich runter. Ja, nee, das ist. Weißt was, ich geh's runter. Kannst du mir vielleicht Deckung geben, wenn er vielleicht wegläuft oder so? Nee, läuft weg? Nee, er läuft nicht weg, er läuft die ganze Zeit gegen die Wand direkt dort, wo du runterkommst. Aber bleib mal so. Ah nee, oh scheiße, jetzt hätte ich ein Bein erwischt. Wenn er eine Millisekunde. Und schon zurück. Ah ja, jetzt ist er weg. Komm. Bam, Headshot. Erst wenn er zurück ist, erst dann gehe ich runter. Ja, das runter. Sollen wir gleich ein kleines Feuer machen und klochen? Achso. Naja, jetzt haben wir nur zwei Viecher, oder? Gut, aber es sind schon ein paar Knochen. Ja gut, wir haben ja genug Stöcke dabei, oder? Ja. Was Stöcke? Achso. Das Lagerfeuer. Ja. Wo ist eigentlich der zweite? Ja. Achso. Das Feuer ist nicht an, oder? Nee. Komm schon. Eins. Nein, mit dem Pfeil. Ach ja. Mit den Babys kann man immer nichts anfangen. Nee. Aber das ist eigentlich auch logisch, was willst du mit denen anfangen? Du kannst einen Hut draus machen. Man könnte es ja zerlegen und kaum Chicken Nuggets oder so machen. Human Nuggets, Baby Nuggets, Baby Nuggets, das heißt Baby Nuggets. Baby Nuggets. Gib mir Knochen, come on. Aber ich will auch Knochen haben, also nimm nicht alles weg, das ist sonst unfair. So lol, du nimmst da gar nicht. Das hab ich grad so. So. So, also ich kann dir noch ein Knochen geben. Ja genau, ich brauche genau einen Knochen. Give it to me. Danke dir. Schön. Oh, ich habe noch nie so viel Rüstung gehabt. Alle Höhlentür sind hier in dem Spiel echt lebenswichtiger, ey. Holy shit. Ja, also wenn man wirklich nur versucht rumzubauen, das ist nicht auf dem Pfad. Eigentlich ist das sehr gefährlich, ne? Naja. Weil du kommst nicht weiter. Erstmal wieder hier. Scheiß Fische, ey. Keine Verlasserfolge. Boah, ich bekomme gerade sofort Hunger wieder. Ich hab auch Hunger. Wenn ich so gut gegessen. Im Game und in echt. Das ging. So. Habt ihr zufälligerweise. Ah ja, Uhren. Ja, Uhren. Meine Uhren.
Ja. Du hast eine Uhr, jawohl. Und nochmal eine Uhr. Leute, ich kann keine Uhren mehr nehmen. Warte, ich muss kurz Bomben machen. Oh, was? Man kann nur 4 Uhren nehmen. Das ist sehr gut. Oh nee, jetzt geht mir eventuell. Ach, ich habe kein Klebeband. Scheiße. Nein, jetzt habe ich so viele Uhren, jetzt habe ich kein Klebeband. Was fehlt mir jetzt? Ja, dann komm her. Warte. Wie viel Klebeband hast du mehr? Weißt, das sieht richtig geil aus, wenn du so ein Knochengesicht hast mit dieser Taucherflasche. Sehr interessant auch. Ich mein's, ich bin reich. Ja, wo ist denn du hin? Hast du die ganze Lohn genommen? Nee, ging nicht mehr. Was zum Teufel? Naja, dann halt. Hast du einmal Alkohol? Hier einmal noch Alkohol. 2 Uhren. Hä, was ist mir für Scheiße? Brauchst du Alkohol? Eine wäre ganz gut. Danke dir. Muss man mich wieder hin. Und eine Uhr. Und dann kann ich noch eine Uhr nehmen. So. Oh, ich verhungere, ich muss das Snack essen. Und 1, 2, 3 Bären. Die Uhren hängen ja wieder hier. Ach so, lol. Ja, wir hier ins Wasser müssen wir hier gehen, ne? Ja, wir sind eh schon. Aber hier gab es noch 2 Stellen, wo man tauchen kann, oder? Ja, ich weiß nicht, aber können wir da mal rein. Oh, meine Taschenlampe ist leer. Lol, da macht er. Ach, wenn die Taschenlampe wehen. Der schüttelt die Taschenlampe dann. Ja, Alter, ist ja geil. Voll geil. Das ist immer mega. Aber bevor wir ins Wasser gehen, könnten wir eigentlich wieder, blöd gesagt, Aufnahme wenden. Schon wieder, ey. Die Zeit verrennt, Alter. Da passiert gar nicht viel, aber irgendwo. Ja, gut, dann bleiben wir hier vor dem Wasser stehen. Halten uns die Händchen und werden dann gefolgt. Gut. Tschüssi. Dann. Tschüssi.